ZDF@Bauhaus, die Vereinigung von Schall und Raum. Heute mit der Frau, die mal eben die coolen Jungs von Bosshorst um den Finger gewickelt hat. Die Frau, die eine gestandene Rampensau werden will. Die Frau, die einfach Soul im Blut hat. Auf der ZDF@Bauhaus-Bühne, Iwi Quano.
Dankeschön, vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Wahrscheinlich aus dem Radio, meine erste Single, Do You Like What You See? By now you realize I've got you hypnotized. All alone in a crowded room, there's only me and you. Come baby, come to me soon, before the music's through. Thank you.
Vielen Dank. Danke. Also es ist ja eigentlich schon ziemlich viel Zeit vergangen seit der Show und seit dem Finale. Und ja, es ist auf jeden Fall, es ist jetzt ein Teil von mir sozusagen geworden, eben Musik zu machen, aktiv und ja auch eben mit der Präsenz, die ich dann habe. Es macht mir auch viel Spaß und ich bereue es auf jeden Fall nicht. Es ging eben sehr schnell. Das waren ja die ersten 2-3 Wochen nach dem Finale. Da war ich, also es war so ein bisschen Gehirn ausgeschaltet. Also das war echt sehr viel und sehr viele Eindrücke. Und wir haben uns dann zusammengesetzt, Songs gehört und sind kurz danach direkt ins Studio. Und dann singt man einfach. Und ja, am Ende denkt man sich, hey, ich habe ein Album aufgenommen. Wir haben dann aber auch im Studio noch ein bisschen angefangen zu schreiben, aber die Zeit war einfach so knapp. Aber wir sind trotzdem alle zufrieden. Ja, der Kontakt mit The Bossos ist auf jeden Fall noch da, was mir auch wichtig ist und ich denke den beiden auch. Wir waren noch zusammen eben im Studio, die haben zum Teil das Album auch mitproduziert und klar, wir haben beide viel zu tun, aber ich denke mal, in Zukunft wird da auch zusammengearbeitet. Natürlich freue ich mich darüber, eben die neue Soul-Stimme genannt zu werden, aber ich denke auch, dass in Deutschland eben nicht so verbreitet ist, die Soul-Stimme. Es gibt einige sehr gute Künstler in Deutschland, die eben auch Soul singen, aber es sind eben nicht viele. Und ich nehme das auf jeden Fall an, aber ich stehe eben noch am Anfang und mal gucken, was da so noch kommt und sich entwickelt. Ich höre eigentlich alles. Ich habe auf meinem iPhone Hip-Hop und Pop und Alternative und Rock, also das kommt eigentlich alles zusammen. Ich entdecke auch immer gerne mal neue Künstler oder Künstler, die ich irgendwie verpasst habe. Ich persönlich singe vieles gerne. Stimmlich gehe ich einfach in die Soul-Richtung, das ist klar. Und ich glaube, das wird dann immer ein Teil davon sein. Und das finde ich auch gut und das soll für mich auch so sein. Aber man kann ja auch immer mal gucken, was noch so passt und sich so ein bisschen ausprobieren, ja. Strong, they hold us together when our days are long. Let's play house, like you said we would. Start from the ground and slowly build it up. It might not be much, but it's everything to us. Ooh. Smooth out the crinkles, lay the pages down with pride. We'll be right back.
schön. Just get away from it all. You don't need all these fancy things to show me how you feel. Just a simple kiss to tell me that it's real. I don't know much, but all that I know, your love is worth its weight in gold. I'm shining inside, you make me feel like I'm a story yet to be told. No diamonds and pearls can pull me away. There ain't a price that I will pay. Right here tonight, you make me feel like I'm the richest girl in all the world. All the could fly me up on a rocket ship, but I think that I will just get bored. You could buy me clothes that I tailor fit, but they'd only end up on the floor. You could whisk me away to some far-flung place, but only if you came to. Don't know what I did to ever deserve you. I don't know much, but all that I know, your love is worth its weight in gold. I'm shining inside, you make me feel like I'm a story yet to be told. No diamonds and pearls can pull me away. There ain't a price that I will pay. Right here tonight, you make me feel like I'm the richest girl in all the world. 'Cause the little things you do for me mean much more than any superficiality, that's for sure. Now I found a love that I'm finding worth fighting for. Diamonds and pearls can pull me away. There ain't a price that I will pay. Right here tonight, you make me feel like I'm the richest girl in all the Dankeschön. Vielen Dank. Im Moment bin ich mir jetzt noch gar nicht mehr so sicher, ob ich noch Gesang studieren will, aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, ja, singen zu können oder eine Ausbildung im Gesang zu haben, weil es einfach viel mehr ist als die Stimme. Also im Gesangsstudium lernt man einfach viel mehr Theorie und natürlich auch, wie man sich seine Stimme erhält sozusagen. Also ich denke mal, da könnte ich bestimmt noch was lernen. Ich wollte wahrscheinlich auch Jazz studieren und ich wollte erstmal gucken, wie das läuft. Und dann hätte ich, glaube ich, weitergesehen, aber das wäre so für mich der erste Schritt gewesen. Für meine Freunde war es immer klar, dass ich irgendwann singe und damit mein Geld verdiene. Also für mich war das aber, ich habe nie so weit gedacht. Also klar, ich wollte natürlich damit meinen Lebensunterhalt verdienen. Deswegen wollte ich ja auch Gesang studieren. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich eben ja so weit komme. Und ja, ich freue mich natürlich drüber. Meine Mutter findet das alles ganz lustig. Ich glaube, dir gefällt das. Meiner Schwester, ja, manchmal nervt es sie schon, wenn wir auf der Straße sind und ich angesprochen werde. Im Moment kann ich auch ganz gut zu Hause leben. Aber ja, das soll natürlich nicht für immer so bleiben, ja.
ich bleibe auf jeden Fall erstmal in Berlin wohnen und ich glaube auch in der Zukunft. Es ist eben die Großstadt, Anonymität, selbst wenn ich eben im Fernsehen bekannt bin. Ich kann trotzdem noch ja, ganz normal mein Leben weiterführen irgendwo. Und auch andere, also viele Künstler und Schauspieler leben ja in Berlin und können sich da frei bewegen. Deswegen ist es, glaube ich, auch schon ein guter Ort für mich. Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man mal angesprochen wird auf der Straße. Und besonders Berlin ist einfach so groß, dass das nicht so oft vorkommt. Deswegen freue ich mich auch natürlich. Also, wobei ich mir natürlich dann aber auch nicht vorstellen kann, wie zum Beispiel ja, eine Lady Gaga über die Straße läuft und natürlich sofort von allen Seiten attackiert wird. Ich merke auf jeden Fall ja, den Wandel, der gerade passiert. Es ziehen einfach sehr viele Leute jetzt nach Berlin. Und ja, die Kunstszene wächst bei uns ja auch ziemlich, aber ich bin daran gewöhnt. Also ich bin Großstadtkind. Ich glaube, das bleibt einfach auch so. Just like a star across my sky, just like an angel off the page, you have appeared to my life. Feels like I'll never be the same. Just like a song in my heart, just like oil on my hands. Honored to love you. Got this look I can't describe. You make me feel I'm alive when everything else is so vague. Without a doubt, you're on my side. Heaven has been away too long. Can't find the words to write this song of your love. Still, I want. Just like a star across my sky, just like an angel off the page, you have appeared to my life. Feels like I'll never be the same.
just like a song in my heart, just like all of my hands. Dankeschön. Ja, mein Album ist ja damals in 8 Tagen entstanden, aber wir hatten in den 8 Tagen noch genug Zeit, ja, einen Song zu schreiben, ich und Jan Löchel, und ich bin ganz stolz darauf, weil es mein erster Song ist, den ich jemals geschrieben habe, und ja, hier ist er für euch. I'm not a lady. I'm tired of saying this. I'm a mess and I'm vulnerable. Sometimes hard to resist. Call me crazy, but you better keep in mind, if you think you know me, well, I say maybe, but I'm not a lady. Vielen, vielen Dank. From the fire in your words,
to the dagger in your eye. I just have to lay my body down. Go and lay my body down. Is it true what people say? That it's dark as before dawn. I just have to lay my body down. Go and lay my body down. But if I really wanna change, then I must admit that I'm the one to blame. If I could break away, cut the cord, words are better. If I could turn the page and listen, say goodbye forever. But on the other side of yesterday, we are the whole day. What if all I am without the pain is empty-hearted? I could break away. Is it true what people say? That it's dark as before dawn. I just have to lay my body down. Go and lay my body down. Any hope we might have saved is too weak to let live on. I just have to lay my body down. Go and lay my body down. But if I Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Der Plan ist auf jeden Fall auch noch weiter mit Jan Löchel zusammenzuarbeiten. Er hilft mir auf jeden Fall. Für mich ist das ja auch ja neu. Ich habe vorher ihm keine Songs geschrieben. Und ja, es ist aber was ganz Gutes dabei rausgekommen. Und ich denke mal, in der Zusammenarbeit wird da noch mehr kommen. Ich bin eher der schreibende Typ. Also für mich ist das sehr neu, deswegen fange ich lieber erst mit Texten an. Ich habe auch früher schon gerne mal Texte und Geschichten geschrieben. Ich konnte das eben noch nie so richtig gut mit der Musik verbinden, aber ich denke, ich
bin da gerade dabei, ich lerne das auch und denke, da kommt doch am Ende was gut vorbei raus. Ja. Es ist auf jeden Fall schon ein anderes Gefühl, seinen eigenen Song zu singen, also seinen wirklich eigenen Song. Und ich finde das auch schön. Also ich hoffe, dass man es in Zukunft auf jeden Fall auch noch öfter machen kann. Für mich war die Tour ja ein einzigartiges Erlebnis eigentlich, weil das ist meine erste Tour gewesen und für mich persönlich war das auch das beste Erlebnis, einfach live vor Leuten spielen zu können, direkt mit den Leuten Kontakt zu haben. Also das war auf jeden Fall eine super Erfahrung. Für mich persönlich wäre es immer schön zusammenzuarbeiten mit Xavier Naidoo, Joy Dinalani oder Stefanie Heinzmann. Ich denke immer, das passt gut und ja, ja, wenn sie wollen, dann bin ich gern da und singe einen Song mit denen. Mein Lieblingssong ist American Boy, das war ja mein Blind Audition Song und da haben wir auch einen Beatboxer mit dabei und das wird dann gebeatboxt. Rocco, Rocco, darf ich bitte auf die Bühne bitten? Ein Applaus für Rocco. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ladies, gentlemen. Are you ready for this? Geht's euch gut? Take me on the trip I like to go someday.
Dankeschön, Rocco. Vielen Dank. Ja, und nun gibt's mal eine neue Single, You Got Me. Thank you.
Danke, Jo am Bass. Danke, Uwe. Danke, Miguel. Vielen, vielen Dank, Jasmine. Dankeschön, Stefan. Und natürlich ein großes Dankeschön an meine Gäste, Christian und Rocco. Dankeschön. Thank you.